I'm really excited about the next presentation, so I'd really like you also to be excited about it, because what we were thinking as we were putting the conference together was, what was the most exciting and valuable thing that you would want as mental health practitioners, mental health coaches, mental health students? And the most valuable person that we have, I feel, on some levels, is Anton for his knowledge, and the most complex bit... He's a genius. I don't know if he likes it, but I've been calling him the grandfather of mental health. He might not quite like that. And one of the most complex things that we look at is the area of constellation. So Ronnie and I had this brainwave idea, well, why don't we ask Anton if he's willing to talk about constellations? And here he is doing just that. So please welcome Anton on the stage. Joanne's going to translate. So I'm not really here, just so you know. Wir haben uns entschlossen, dass ich jetzt Deutsch spreche, weil das ist ein sehr schwieriges Thema. So we decided that he speaks in German because it's a complex theme, and I try to translate as much as possible, as precise as possible. Ich gehe gleich in das Thema. Wir sind ja hier auch, wir bewegen uns heute auf der Ebene der Biologie. So I start writing the subject, we're really moving on the level of biology with mental health. Weil ich komme aus der Sparte der Medizin. Because I'm a medical doctor, right? Und wir versuchen immer alles beweisen zu wollen. And we always want to prove everything. Und deswegen haben wir auch so Systeme wie hier zum Beispiel. That's why you have systems like these here. Das heißt, wir empfangen einen Reiz. There's a stimulus that we perceive. Wir müssen den verarbeiten. We process that stimulus. One, two, three, six, oh. Anton, you turn your pack on, please. Okay. Okay. Now there you go. Okay. Wir müssen diesen Reiz verarbeiten. So we process that stimulus. Dann kommt eine Reaktion. And there's a reaction. Wie eine Kaskade. A cascade of reactions. Und wir sehen Endeffekt. And then we see the result as the symptom at the end. Zum Beispiel Diarrhoe. Like diarrhea. Or diarrhea. Und as a symptom. Versuchen wir in der Medizin nachzuvollziehen, wie... Wo können wir das nachweisen? Wie ist das nachzuweisen, diese Reaktionen? And then the question is, how can we prove or measure these reactions, this process? Unter anderem legen wir sehr viel Wert und sagen in der normalen Medizin, das Gehirn ist der Teil, in dem alles abläuft. And like in medicine, we know, we say, the brain is really where everything's happening. It's one of the central locations. Nur manchmal stehen wir auch so da und fragen uns, was fange ich jetzt mit diesem Gehirn an? But a lot of times in medicine we say, so what are we going to do with the brain? What does it all really mean? Sie kennen diese Feststellung, dass wir jetzt sagen, das Gehirn verarbeitet alle Informationen. So you know that the brain is processing all the information we perceive. Und gibt diese Informationen weiter an die Organe. And directs the information or processes the information towards the organs. Ich möchte hier jetzt mal diese energetischen Informationen, die Sie alle kennen, außer Acht lassen. I want to kind of, for it now, push this all energetic reactions on the side. We look only at the brain at this moment. Weil ich muss ja meistens mich mit meinen anderen Doktors unterhalten, die diese andere Sichtweise der Energie- und Informationsmedizin zunächst mal ablehnen und gegenüberstehen. Because in my case, I have the pleasure, and I added that, I have the pleasure of talking to medical doctors all the time, and they usually don't know about information, energy, and all the other things, right? So it's plainly the traditional point of view he's talking about. Und wenn wir eine Information im Gehirn haben, dann wissen wir, an bestimmten Stellen des Gehirns gibt es Zentren. Von diesen Zentren geht Information zu bestimmten Organen.
So we know there's certain areas in the brain, if we see information there, that these relay areas are connected to very specific organs, organ tissue. Wir nennen das ja, Sie kennen, wir sind ja in einer fortgeschrittenen Gruppe hier. So we're in an advanced group, so you know a lot Sie of this already. Sie kennen alle den Begriff Homunculus. You know the word homunculus, right? You know? Yeah. No. Es reicht, wenn ich es weiß. It's enough if I know. Und in diesen Bereichen des Gehirns sehen wir manchmal dann, wenn die Information sehr intensiv ist, sehen wir solche dunklen Ringe. And if the process, the reaction is very, very strong in the brain, in these areas, right, that resonate with certain organs, we have certain reactions in the brain that look like this. Das ist ein Beispiel, was wir dann sagen, das ist ein Relais, das ist noch sehr aktiv und in this case, groß. this is a relay that is very, very big and active, very active. Das sieht aus wie eine Zielscheibe. It's almost like a target. Thank you. Yes. Und bitte aber dran denken, das ist nur eine Schnittebene und diese Zielscheibe ist eigentlich ein Volumen, wie ein Ball. And very important to remember, this is a two-dimensional image, right? It's just one layer that shows here and it's always like a ball, it's three-dimensional really, that relay. Das sind solche Ebenen. So these are the layers that one picture shows one layer. Und was wir in den letzten Tagen besprochen haben mit einigen Kollegen, warum machen wir diese Ebenen parallel zur Basis? And we talked many in here the last few days. Why do we have this kind of CT scan? Why it's measured this way, basically? Und der Grund ist auch unter anderem. Wir One haben of the reason diesen, is diesen zentralen Sulcus. We have the central sulcus. Und wenn ich so schräg mache, dann steht der Sulcus. Ideal gedacht, immer 90 Grad zu dieser Ebene. And if I do it the way it's done here, the sulcus is basically 90 degrees, which gives the most visual information. Wenn wir so ein Bild haben und ich habe die nächste Ebene, dann sehe ich immer in der Mitte hier den Sulcus und kann mich anatomisch besser orientieren. Okay, so the sulcus is basically, I see that on all the layers, let's say it's one layer, the second, and I see the sulcus and it gives me orientation in terms of the CT. That's why it's done that way. Always right. In the middle. So these are like, what, 10, 12 layers that you would see on a CT scan. Und wenn wir so ein CT sehen, dann kann es sein, dass manchmal diese Auswertung so aussieht und das ist normal. And this is like one example of an evaluation, you know, diagnostic, brain-related diagnostic evaluation. That's how it can look like, where you see all these markings and kind of little notes that he puts there. Weil jeder von uns hat seine Informationen überall. So we all have lots of information in the brain. It's not just one active or whatever, there's lots of things going on in the brain. Und einer der Doktors, der versucht hat, diese Information in ein wissenschaftliches System zu bringen, das war Dr. Harmer. And one person that basically was the first one to really connect the dots here and bring it into a scientific system was Dr. Harmer. Und er ist auch einer der ersten, der ein relativ exaktes System gefunden hat. And he was one of the first that connected the brain and found a really a strong system and a correlations. Ich bin ihm sehr dankbar, von ihm habe ich diese Methode auch gelernt. And he's very thankful because he learned it from him. Das ist unser System. Wir haben eine Einheit von verschiedenen Säulen. So this is our system, right? As you know, we have different levels of columns, basically. Und jedes Ereignis, das läuft entsprechend diesen Zwei-Phasen-Gesetz. And as you know, every event or information runs based on these 9 points and phases or this two-phase process. Genauso die Zeit, das Verhalten, der Körper, das Denken, das Gefühl, alles hat diese Zweiphasigkeit. Right, so all the different levels go through these two phases, you know, all these 5 columns.
Und wenn wir mit einem Patienten arbeiten, dann ist es unsere Aufgabe, alle diese Säulen mit einer Therapieform zu bedienen. So if we work with clients, it's our task to understand the process first and then possibly have therapies and methods to work on all these different levels as needed. Ich habe das versucht in Form dieser Kästen zu zeigen. Hier müssen Ideen und Therapieformen rein, damit die Persönlichkeit wieder stabil stehen kann. So that's how you use these boxes, where we open the boxes, use therapies, and then basically work on all these levels, so the information and the personality, the person has a different behavior or changes. Und hier ist so ein Beispiel, wie wir zum Beispiel mit einem Patienten umgehen, der in diesem Zwei-Phasen-Prozess drinsteckt. So that's an example how we could work with a client that is in this two-phase process. Und jeder Therapeut hat meistens seine eigene Definition von Gesundheit. And most of us therapists have a somewhat different definition of what health is. Und hier war ein Wissenschaftler, Beispiel eines Wissenschaftlers, der erzählt hat, er hatte einen schweren Unfall. That's an example of a scientist that said he had a very heavy accident. Ja. Und seine Idee von Gesundheit war, ich bewege mich zwischen den zwei Polen, Yin und Yang, oder Spannung, Entspannung, Sympathikus, Parasympathikus. And that the idea was that, you know, I'm moving between the two poles, plus minus, sympathetic, parasympathetic, constantly. Er hatte nun diesen Unfall, sehr schweren Unfall, und kam auf die Intensivstation. So he had a very strong accident, and a heavy accident, and was admitted to the hospital, like emergency care. Und was ist auf einer Intensivstation? Welche Situation habe ich da? What situation do we have in an emergency room? Da bin ich auf einer Seite, auf der Seite der Starre. Da bewegt sich nichts. I'm at a place of starre, stiffness, and nothing happens really. Yeah. Okay. No movement. Die Geräte arbeiten zwar, aber es ist alles gleichmäßig, eintönig, einförmig. Nichts geschieht mit dem Patienten, er wird in Ruhe gelassen. Right, there's basically the measurements are there, the devices, everything is measured, but the patient is there basically in this homeostasis Say it again? Frozen, here we go. Frozen. Kind of a frozen moment, here we go. Okay. Seine Freunde wussten über seine Theorie. Und sie haben nun gedacht, man kann ja nur etwas heilen, wenn es beginnt, in Bewegung zu kommen. So some of his friends, family, they knew about the situation and the background, and so they said, well, something has to move. It's only if a process is moving, that's when healing can happen. Sie kamen in das Krankenhaus, auf die Intensivstation. So they went to the emergency room, the friends. Ja, und haben Musikinstrumente mitgebracht, Trompete. Dann haben sie mitgebracht Schmirgelpapier. They went basically there and brought their musical instruments and some paper to touch the hands, to rub on the hands. Und sie haben sehr lauten Krach gemacht, haben versucht, in die sogenannte Chaos-Situation den Patienten zu bringen. So they created a lot of action, so the client basically came out of that deep state into a process. Er war zwei Wochen auf der Intensivstation und nach dieser Form der Therapie, nach ein, zwei Tagen war er auf der Normalstation wieder. So he was 2 weeks there, nothing changed, he was kind of frozen there in that moment, but because of that activity, the change of the process, with the friends coming and music and all that, he came out of the intensive station very quickly. Just an example, a practical example. Er war im tiefen Koma. He was in a deep coma, he was in a very deep coma. So he was 2 weeks in a deep coma, and by changing the environment, basically, he came out of the coma very quickly.